Trainingspartnerin. Hallo, morgen. Freunde, neue Woche, neues Glück. Was ein Scheißsatz, Alter. Verloren gestern. Extrem kacke, Alter. So dumm. Video ist online, könnt ihr euch gerne angucken. Ich bin noch extrem platt, meine Beine tun weh, deswegen jetzt Dodo bringt mich hoffentlich nach vorne und euch auch, weil ich plan heute neben meinem Training, dass Dodo euch ein paar spezielle Fußballerübungen im Krafttraining zeigt, gerade wenn ihr Anfänger seid oder noch nicht so fortgeschritten. Und ja, ist eigentlich perfekt für euch. Ich hoffe, dass Dodo da was Cooles hat. Das Problem ist, Dodo ist noch nicht da. Der gute Herr lässt auf sich warten. Was trainierst du denn heute? Bauch, Beine, Po? Nee, Squats und Cleans. Oberkörper. Squats und Cleans? Ja, kannst du nochmal sprechen. Squats und Cleans. Genau. Ich glaube, ich mache mich jetzt einfach auch schon warm, oder? Ja, mach auf jeden Fall. Sonst warte ich mich ja hier tot. Ist er. Doch noch erschienen. Schön, dass du es heute geschafft hast, Dodo, wirklich. Dodo, zeigst du den Leuten heute ein paar Übungen für Einsteiger, für Fußball im Kraftsport? Die Sachen, die ich mit dir immer mache. Wir versuchen jetzt erstmal zu trainieren. Schauen wir mal, wie das klappt. Und dann sehen wir weiter. I love when the good news coming in on a day to day. Already know what's happening, I don't gotta shake the hay. Big moves, big stepper in the right direction. The trip continues, every double use a psychedelic. Journey over accolades, divvy up the accolades and tell them boys to have a day. Give and take, and I love it. Sie ist die wahre Maschine, Freunde. Sie ist die wahre Maschine. Maschine, wirklich. Sie ist die wahre Maschine. Das könntest du sein, Felix. Das könntest du sein. Ey, wär froh, wenn du so stark wärst als Mann. Oh, ich wär froh, wenn du mal pünktlich kommst. Damn! Was denn? Ich will da keinen Quatsch machen. Ich will doch hier rein. Aber nicht festhalten. Machen wir das nicht von eben. Doch. Aber, was machst du? Soll ich hier drauf und dann? Ja, wie willst du es denn sonst machen? Ja, ich hätte es anders gemacht. Ja, mach mal, zeig mal, wie du es kennst. Ich hätte es so gemacht. Steigst du doch mal in diesen Ausritt mal oder so. Wenn du so kompliziert versuchst, deine Tore zu schießen, verstehe ich deine Abschlussquote. Emotional, damn it! Dodo, welche Übung ist für Fußballer gut, die mit Kraftsport anfangen wollen? Als Fußballer ist es ja wichtig zu laufen und zu beschleunigen. Ja, also so Geschwindigkeit auf 50 Metern, 30 Metern, aber auch Kraft zu haben, um so ein ganzes Spiel durchgehend gut zu laufen. Da finde ich die Single-Leg-Deadlifts ziemlich tauglich für. Alright, show us. Also, ich zeige es dir erstmal einfach. Wir haben zwei Kurzhanteln oder zwei Kettlebells. Wir stehen auf einem Bein. Das freie Bein ist gestreckt und angespannt. Wir bewegen uns langsam runter. Kannst du einmal zeigen, wo man die Übung merkt? Im hinteren Oberschenkel, genau, ne? Also man merkt sie hier, aber auch hier. Das ja. Ist genau das, was du, wenn du sprintest zum Beispiel, ja willst. Du willst über die Hüfte schleunigen. Du willst hier, wenn du einen Zug machst, trittst du hier auf, schleunigst über Hamstrings, Glutes. Gehst in die Streckung. Darauf achtest du halt, wenn du reingehst, ne, dass das Knie über dem Fußgelenk bleibt, die Hüfte gerade und dass du versuchst, nur so tief zu gehen, wie deine Beweglichkeit es zulässt. Und dann streckst du dich im Grunde, also so wie du es im Sprint oder im Laufen auch hättest. Drei Sätze, acht Wiederholungen? Zum Beispiel zum Start. Erstmal geht es darum, die Bewegung zu lernen, weil am Anfang ist es so schwer, die meisten Leute können gar nicht auf einem Bein stehen. Sobald ihr besser in der Bewegung seid, könnt ihr mehr Gewicht draufpacken, weniger Wiederholungen machen, dass es dann wirklich nur noch um Kraft geht. Wenn ihr noch mehr Tipps von Dodo haben wollt, lasst ein Like auf dem Video da. Do it! Kabine ist so ein Karton von einer Telefonnummer aus Willich. Willich ist eine Stadt? Ich würde da sofort eine Pizzeria oder so aufmachen, die so Pizza Willich.
voll cool. Als Maul. Boah. Was geht, Freunde? Ich glaube, ich sah noch nie so fertig aus. Fühlt sich auf jeden Fall so an. Wir haben 2 Tage nach dem Spiel, vermeintlich der schlimmste Tag vom körperlichen Befinden für die Muskulatur und so. Ich habe das nicht immer so, dass es am zweiten Tag am schlimmsten ist, aber jetzt auf jeden Fall. Mir geht's echt nicht so gut. Ich muss heute nur auf dem Platz ein paar Fotos machen für den Kunden. Ansonsten haben wir heute Abend Training und Behandlung und Videoanalyse. Und das war's dann heute schon. Also es ist ein relativ entspannter und guter Tag für den Körper. Und ich mache mir jetzt Frühstück. Das Gute ist, ein bisschen Marmelade hier habe ich ja noch. Es ist keine Marmelade. Mir schreiben so viele auf Instagram, es ist keine Marmelade. Ich habe mich beim Rasieren geschnitten. Ach so, was ich vergessen habe, wenn ich den Kaffee jetzt aus habe, stretche ich mich erstmal. Das wird sehr wehtun, aber das wird sehr gut sein. Wir sehen uns beim Stretchen. Nehmt euch für Stretchen einfach so viel Platz, dass ihr breitbeinig auf dem Boden sitzen könnt. Dann winkelt ihr ein Bein an und geht rechts raus, nach vorne und zur Mitte. Diese 3 Positionen und ihr merkt es im Hamstring auf jeden Fall. Dann wechselt die Seite wieder außen, vorne zum Fuß und in die Mitte. Das Ganze immer im Wechsel und das wird euch auf jeden Fall helfen. Die 2. Übung ist für eure Hüftbeuger. Eure Hüftbeuger werden es euch so danken. Ihr kniet euch auf den Boden und versucht langsam nach hinten zu gehen. Ich lege mich am Ende einfach hin. Wenn ihr so weit nicht kommt, ist das auch kein Problem. Willkommen zurück in Kasas Kochstube. Was gibt's heute? Wir machen hier eine Gemüsepfanne mit Brokkoli, Paprika, einer Riesenmöhre, Tomaten, Champignons. Dazu gibt's Reis, der brutzelt schon, und der Lachs in der Pfanne muss jetzt gleich gedreht werden, kommt am Ende auch noch da rein. Dazu gibt es das Ganze mit Kokosnussmilch und am Ende ein bisschen Sojasauce. So, Reis und Lachs ist fertig. Hier die Gemüsepfanne. Brutzelt auch vor sich hin. Ich hoffe, das ist gleich alles schön weich, auch Brokkoli und so. So, es dampft sehr krass. Die Kamera ist ein bisschen beschlagen. Boah, hier der Lachs, richtig cool. Haben am Wochenende eine bittere Niederlage einstecken müssen. Wie verarbeiten? Du bist nicht alleine, wir auch. Nacht drüber schlafen tut gut. Was mir persönlich gut tut nach schlechten Spielen, ist, sich das Spiel nochmal anzugucken. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob eure Spiele aufgezeichnet werden, aber sollte das der Fall sein über irgendwie so eine VO-Cam oder es gibt ja auch diese automatisierten Kameras bei den Amateuren. Sollte es das bei euch geben, guckt euch die Spiele einfach nochmal an, guckt euch an, was ihr falsch gemacht habt, was besser laufen muss, nicht nur auf euch bezogen, sondern vielleicht auch auf die Mannschaft. Das tut auf jeden Fall gut, weil du halt so dein Spiel aufarbeitest und danach auch so ein bisschen damit abschließen kannst. Und das ist ja das Ziel in der Verarbeitung. Da. Du willst ja abschließen mit dem Spiel. Ansonsten zu trainieren, wieder Spaß am Fußball zu haben und sich aufs nächste Spiel zu freuen. Ich mach so, ich fahre damit ganz gut. Verlieren gehört halt zum Sport dazu. Deswegen ist auch die Frage komplett berechtigt, wie man am besten damit umgeht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr es macht. Würde mich auf jeden Fall interessieren, schreibt es gerne mal in die Kommentare unten. So, Freunde, ich bin fertig. Ist echt viel weggegangen, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so viel esse. Boah, und jetzt kommt das Geilste nach dem Essen. Ich weiß nicht, ob ihr Kaffeetrinker seid. Ein Espresso nach dem Essen ist das Geilste. Oh, nice. Samstagmittag, wir haben 27 Grad, komplett übertrieben und es ist so schwül. Ich bin durchgehend am Schwitzen, habe so ein richtig luftiges Hemd hier an und es bringt gar nichts. Ich gehe zu Kollegen, wir gucken Bundesliga zusammen. Dann fahren Nico und ich rüber ins Stadion, gucken BVB gegen Köln und dann kommen wir wieder. Und dann ist schon Matchday. Ich freue mich brutal. Und super wichtig, nicht nur an heißen Tagen, Matchday-1 und Matchday-2, viel trinken. Freunde, Tipp von mir, kauft euch so eine große Flasche, macht die mehrmals am Tag voll. Ihr trinkt viel, viel mehr als einfach nur ein Glas aus dem Hahn oder so. Ich glaube, ich habe schon einmal leer, schon meine zweite und wir haben jetzt 12.20 Uhr. Ihr kommt damit echt gut zum Trinken, was brutal wichtig ist für jeden Sportler, aber auch bei diesen Temperaturen. 27,5 Grad, geisteskrank. Unser Borussia Nico. Ja! Matchday, Freunde. Ich fahre gerade zum Stadion, dann beladen wir den Bus und dann geht's ab nach Vreden. Ich will auch gar nicht viel drum rumlabern, heute 3 Punkte und dann sehen wir uns später. Wir laufen ein in Vreden auf Naturrasen, der leider nicht bewässert wurde. Das war bei den Temperaturen dann sehr, sehr trocken. Und wir starten mit folgender Aufstellung rein. Dudi im Tor, davor die Viererkette, Schuh, Freddy, Serd, Kami, Nico und Marco auf 6 und 8.
Dennis auf 10, links Jamal, rechts Ader und ich vorne im Sturm, Freunde, wir starten rein. Ein paar von euch haben sich gewünscht, dass ich oben die Zeit einblende, deswegen mache ich das auch. Erste Minute, ihr seht es oben links. Langer Ball von Nico nach vorne. Ader kann nicht ins Kopfballduell kommen, wird dann aber gut die Seite verlagert auf Schuh. Der bringt den Ball nochmal vorne rein. Und Vreden hat jetzt hier über den Rechtsverteidiger den Ball. Der weiß nicht so richtig, was er machen soll und klärt jetzt hier den Ball ins Aus. Zweite Minute hat Nico hier im Zentrum den Ball, bringt den Ball auf Jamal, der legt super auf Schuh ab. Schuh will den Ball in die Mitte, Flanke wird abgefälscht und so komme ich hier ins Spiel. Der erste Kontakt ist ein bisschen weit, aber dadurch entsteht so ein Ping-Pong-Effekt und wir haben in der zweiten Minute das erste Mal einen Eckball. Hier muss ich mit nach hinten arbeiten als Neuner, kommt auch nicht so häufig vor. Ich schaffe es noch irgendwie die Flanke abzufälschen und Dudi hat aber die Flanke, weil es echt nicht gefährlich geworden ist. Und ja, jetzt kommt hier das erste Mal Vreden nach vorne, macht es gar nicht schlecht hier der Neuner, macht den Ball fest und ja, hier jetzt Freddy im Laufduell und da merkt man die Absicherung auf jeden Fall deutlich besser als gegen Fintraub letzte Woche. Wir waren auf jeden Fall da, haben die Bälle gut abgelaufen und Freddy macht das hier richtig gut, leitet hier direkt den nächsten Konter ein. Jamal spielt auf Schuh, Schuh spielt auf mich, ich mache den Ball fest, spiele auf Nico und Nico will jetzt hier den Ball lang auf Schuh durchstecken, das wäre richtig geil geworden, richtig guter Spielzug und ja, so kommen wir in die 10. Minute, das erste Mal, dass Vreden nach vorne kommt, die Flanke oder ja, der Kopfball ist auf jeden Fall nicht gefährlich, Kami schaltet sofort um, spielt auf Jamal, Jamal dribbelt nach vorne und ja, sieht jetzt, dass ich vorne einlaufe, ich mache den Ball irgendwie fest und versuche mich hier gegen meinen Gegenspieler durchzusetzen, bin quasi schon vorbei und dann klärt er aber noch zum Einwurf und macht es richtig gut. So, dass ich nicht vorbeikommen konnte. 11. Minute. Marco hat jetzt hier den Ball, spielt mit Dennis einen, ja, so einen halben Doppelpass. Auf jeden Fall hat Marco den Ball wieder und will hier zum Abschluss kommen, wird dann aber abgegrätscht und es gibt Eckball für uns. Nach knapp einer Viertelstunde fängt Freddy hier super den Ball ab. Nico spielt auf Marco und Marco sieht, dass ich vorne starte. Es wäre kein Abseits gewesen. Der Torwart von Vreden macht aber super mit. Hier seht ihr es nochmal, kein Abseits. Und ja, ich wäre frei vom Torwart gewesen, wenn er nicht so gut rauskommt und den Ball klärt. Also macht er richtig gut. Hier spielt Schuh auf mich. Ich nehme den ersten Kontakt mit nach vorne. Und ja, jetzt wollte ich nicht flanken, sondern nochmal dran vorbeigehen. Und ja, jetzt spielt der Spieler den Ball hier irgendwie mit der Hand. Ich habe es auf jeden Fall so gesehen. Jetzt gibt es Eckball. Ich habe nochmal beim Schiri nachgefragt. Er hat es nicht so gesehen. Naja, war auf jeden Fall jetzt kein klarer Elfmeter. Dann kommt Vreden nach vorne, nimmt sich hier das erste Mal den Abschluss, wird aber abgefälscht und somit gar kein Problem für Dudi in der 20. Minute. Eine Minute später, in der 21. Minute, chippt Marco hier den Ball auf Ader. Ihr merkt schon richtig viele Szenen in der ersten Halbzeit. Ader will jetzt hier auf mich durchstecken, der kommt aber nicht so gut durch. Dann kriegt Ader den Ball irgendwie wieder und Dennis hat hier seinen ersten Abschluss. Und ihr kennt Dennis Abschlussstärke, das macht er auf jeden Fall sehr, sehr stark und bringt den Ball aber leider nicht aufs Tor, sondern schießt drüber. Aber hier schon wieder die nächste Offensivaktion von uns. Jamal dribbelt gut ins Zentrum, spielt hier auf Dennis. Dennis kreuzt seinen Gegenspieler und wird ganz klar gefoult. Gute Freistoßposition und ihr kennt noch aus dem letzten Spiel Markus Freistoß, der war richtig gut. Hier bringt er ihn wieder über die Mauer, aber zu zentral und der Torwart, wie gesagt, von Vreden war auch gut an dem Tag. Also gar kein Problem für ihn. Und wieder nur ein paar Minuten später, langer Ball von Ader. Hier nochmal eine andere Perspektive und ich habe den Ball falsch eingeschickt. Natürlich ein ganz, ganz klares Foul von mir. Ich habe mich dann auch entschuldigt und war auch nicht schlimm. Also Gegenspieler hat sich nicht wehgetan. Also ich wollte da auf keinen Fall den Gegenspieler so weghauen. Anders hier macht Serhat, finde ich richtig gut. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es seht. Ich finde, es ist ein richtig guter Körpereinsatz von Serhat. Von den Fans kam ein bisschen, ja, so Gemaule. Die hätten, glaube ich, gerne einen Freistoß für Vreden gesehen. Für mich aber, glaube ich, eine ganz gute Härte im Spiel. Hier macht Dennis es richtig stark und spielt auf Marco raus. Der sieht, dass Ader in die Mitte startet, wartet aber noch und will jetzt den Ball chippen. Und der wird ein bisschen zu lang. Also Marcos Technik ist auf jeden Fall brutal, das weiß jeder. Aber der Ball ist ihm ein bisschen zu lang geworden. Und somit kommt Vreden jetzt kurz vor der Halbzeit nach vorne über die rechte Seite. Und ja, spielt hier jetzt den Ball nochmal in die Mitte. Und das ist eine richtig starke Bewegung. Somit kommt der Ball hier vors Tor, wird geköpft. Und dann kommen sie nochmal zum Abschluss und der Ball ist aber drüber. Also ich finde auf beiden Seiten jetzt nicht so richtig gefährliche Aktionen. Anders jetzt aber hier, der Ball kommt in die Mitte. Ich kann den Ball nicht so richtig spielen, weil er vorher noch abgefälscht wird. Und dann hat Jamal den Abschluss und auch hier muss man sagen, macht es der Torwart richtig stark. Und ja, der Schiri pfeift jetzt hier zur Halbzeit. War jetzt auf keiner Seite eine hundertprozentige Chance dabei, aber beide Mannschaften, merkt man, haben offensiv gespielt. Und ich glaube, ja, zum Zuschauen war es auf jeden Fall ein cooles Spiel und wir starten rein in die zweite Halbzeit. Hier stößt Vreden jetzt natürlich an, von rechts nach links. Auch die entscheiden sich erstmal einen langen Ball zu spielen. Und ja, erste Offensivaktion jetzt hier. Es wird direkt richtig gefährlich. Marco hat hier den Ball und spielt jetzt einen super Chipperl auf mich. Da sieht man Marcos Technik und ich
bring den Ball nicht aufs Tor, beziehungsweise ganz knapp am Tor vorbei. Hier kein Abseits und das ist dann Volleyabschluss. Ich glaube, es waren 10 cm oder weniger. Ihr seht, wo der Ball auftickt. Das ist wirklich haarscharf am Pfosten vorbei. Sehr, sehr ärgerlich, dass wir hier nicht in Führung gegangen sind. Kurz nach der Halbzeit, nächste Aktion, 53. Minute, langer Ball von Marco durch eine Ecke, bringt in die Mitte und ich habe den Abschluss und der Ball wird wie auch immer vom Verteidiger, nicht mal vom Tor, sondern vom Verteidiger geklärt. Also ja, da kann man jetzt natürlich sagen, der muss rein, aber ich bringe ihn halt aufs Tor und ja, sehr, sehr ärgerlich. Hier jetzt nächste Aktion, langer Ball auf mich, ich leite ihn weiter. Hier ist Ada natürlich ganz klar im Laufduell schneller und das gibt auch zu Recht eine gelbe Karte. Da hat der Vreden-Spieler sich noch total beschwert, aber ich finde, es ein ganz klar taktisches Foul und er hält Ada fest. Und ja, 60. Minute, Dennis macht es überragend, macht hier den Ball fest, spielt raus auf Ada und Ada hat einen brutalen Abschluss von rechts und der geht aber übers Tor. Also es waren wirklich Kleinigkeiten vom Tor, die gefehlt haben. Und ja, wir sind schon Mitte zweiter Halbzeit, 70. Minute, Kopfball von Vreden und der geht zum Glück mittig aufs Tor. Wenn der in die Ecke geht, wird es richtig gefährlich für Dudi. Und ja, hier nächste Aktion, Nico will schießen, kommt aber nicht so richtig zum Schuss und entscheidet sich jetzt super, einen Steckball auf Abid zu spielen. Abid ist durch und es ist der Pfosten, also wirklich verhext, komplett verhext vorne. Marco hat jetzt hier den Ball nochmal über außen, macht es hier stark, bringt den Ball jetzt in die Mitte, die Flanke ist aber nicht so gut und wird vorher dann schon weggeköpft. Also wirklich sehr, sehr knapp alles. 81. Minute, Vreden kommt nach vorne, der Stürmer dreht sich hier ganz gut und spielt den Ball in die lange Ecke und es steht 1-0 für Vreden. Wahnsinn, Freunde, wirklich. Es ist unglaublich, was hier passiert ist und wie wir jetzt schon wieder 1-0 hinten liegen können bei den Chancen, die wir hatten und dem Offensivdrang, den wir hatten. Und wir wussten natürlich, es ist noch Zeit. Dennis hat hier in der 89. Minute nochmal einen Freistoß, bringt den auch, aber knapp am Pfosten vorbei. Und das war dann auch die letzte Aktion, 90. plus 4. Der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab und wir verlieren unser zweites Spiel gegen die Spielvereinigung aus Vreden. Auch das haben sich viele gewünscht, dass ich nach dem Spiel die Tabelle einblende. Deswegen sieht man es hier. Es sind erst zwei Spiele gespielt. Wir haben beide verloren. Deswegen sind wir hier auf Tabellenplatz 17. Absolut nicht der Start, den wir uns vorgestellt haben. Und ich finde, spielerisch war in beiden Spielen deutlich, deutlich mehr drin. Das müssen wir einfach jetzt umstellen. Wir müssen vorne effektiver werden. Und ich glaube, wenn wir in so einem Spiel früh in Führung gehen, kann die Messe auch ganz schnell gelesen sein, dass wir ein, zwei Tore nachlegen und dann die Spiele nach Hause fahren. Und ja, ein dickes, dickes Dankeschön von mir geht auf jeden Fall an euch, dass die erste Folge so krass ankam. Mich freut es mega, weil mir macht das Ganze auch mega Spaß. Und so ein Bombenfeedback hätte ich echt nicht erwartet. Und ja, wer die Serie weiter unterstützen will, kann gerne den Kanal abonnieren und ein Like auf dem Video da lassen. Und dann sehen wir uns nächste Woche hoffentlich mit mehr Punkten. Und ja, schauen wir mal, welche Themen uns nächste Woche erwarten. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.